Erzähl doch mal. Hang of Black Week. Mhm. Black Week ist in 3 Wochen. Ende, die letzte Novemberwoche, oder? Mhm. Das heisst, glaube ich, irgendwie am 24. oder so. Was bis dahin noch geht, was kommt und was der Plan wäre. Die, die das Video sehen, wissen jetzt nachher dann, ob es geht oder nicht. Video gemacht, das Zeug nie reinkommen, super toll. Weil Case ist, ob der Plan aufgeht, wissen wir ja wie noch nicht. Also, es gibt 2 Varianten, die der Plan könnte fehlen. Der Plan könnte fehlen, indem wir ein Produkt bis dahin noch nicht haben. Das wäre natürlich scheiße. Das wäre fett scheiße, ja. Und der andere Plan könnte fehlen mit einer gewissen Edition, wo ich nachher darauf zukomme, dass die nicht funktioniert, weil wir dort dann einfach eine Mindestanzahl Sales haben, die wir generieren wollen. Das sind die 2 Fails, die passieren können. Mhm. So. Aber das erste. Was wird kommen? Du bist ganz verreckt. Habt euch am Stühle fest. Warons ist mein Lieblingsprodukt. Ja, okay. Ich nehme nur mal das mit. Man kennt's. Perfekt zum Swingen am Finger, zum. Also ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich nehme meinen Töpfschlüssel in die Hand und ich mache immer dies und das. Aber das funktioniert nicht richtig. Aber mit dem Ding hast du nochmal 10% mehr Fingerspin drauf. Also. Das Shit. Ja, das Problem ist, ist halt nicht so geil zum Töpf fahren. Das Ding nicht. Weil es halt hart. Fühle ich am Schlüssel nicht. Irgendwas hart dran am Töpfschlüssel. Wenn du es am Tank hast und es die ganze Zeit dann rumdingelt, finde ich die Scheiße beim Töpf. Ja. Je nachdem, wo der Schlüssel steckt. Ich finde es immer schwierig. Egal. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe gerne harte Sachen, aber nicht, ja, nicht über den Tank und den Töpf fahren. Ja, no. Aber ja, aber geil. Es ist echt nicht hart. Das ist ja inner. Es ist Plastik. Ja. Es ist ja nicht so. Also ich habe mit meinem Töpfschlüssel noch einen Schlüssel von der Garage. Und das ist ja Metall. Metall und Metall ist eigentlich nicht so gescheit, wie das kratzt. Ja. Aber mein Gott. Das ist Textil, das ist voll easy, das ist geil. Das finde ich wirklich sick. Das ist easy. So. Und das gibt es dazu. Also nur der Anhänger ohne Spinner gibt es bei jeder Bestellung dazu in der Black Week. So. Das ist eins. Es sind 5 Geschichten, glaube ich, insgesamt. Also. Wir sehen es in den Videos, ob es dann 5 Geschichten sind. Also zu den Dings dazu kommt immer so ein Ding zu jeder fucking Bestellung. Dann zu der Special Winter Edition, wo ich jetzt dazu komme, kommt der Spinner mit der Keychain, also so als Stück, wie ich es jetzt hier hänge. Nice. Soll ich mal nice. Schnell holen, was als Winter Edition kommt? Ja, fetter Teaser in dem Fall. Hä? Ja, mal schauen. Das, ja, hey, ich weiß nicht, wie viele das Video schaut, aber wir tun es jetzt einfach mal schön anteasern, oder? Wie gesagt, das ist die grösste Sucht. Das ist wie so eine Fidget Spinner. Hey, jetzt muss ich schnell schauen, dass ich den richtig verwünsche. Quality-wise. Du musst eigentlich das hier machen. Darf man das teasern? Das tue ich noch nicht teasern. Das sieht so ein bisschen, ich sage mal nicht dazu. Was ist jetzt, ich will sagen? Sag. Auf Wish bestellt. Es gibt verschiedene Varianten, wie du es machen kannst. Der Case ist, entweder machst du es so, wie es hier drauf ist, mhm. oder du stickst. Du hättest dann am Montag mit dabei sein. Auch allgemein zum Stick zu den Kleidern. Ich habe das angeschaut und im Fall mit Sachen auf Kleider draufstecken wird vorerst nicht kommen. Weil, Problematik, es ist viel zu viel Detail. Der kleine Schriftzug, hier noch so, zu sticken, sieht scheiße aus. Auch mit. Nein, wenn, dann musst du da so mittimäßig, also einfach so wie das. Oh, ja. Auch der Schriftzug. Aha. In dieser Größe gestickt mit einer 20.000 Stutzmaschine. Sieht scheiße aus. Weil zu viel Detail. Weißt du, ich meine, es hängt auf dem Flämmli. Es sind zu viele verschiedene Farben und zu viele Details. Es ist zu kantig. Es ist nicht. Es ist noch nicht sick, darum das wird vorerst nicht kommen. Dann zu der Winter Edition, Special Edition. Es wird nur 20 Stück geben, der Hoodie.
Heavy Hoodie, regular Schnitt. Nicht oversized in dem Sinn, ganz normal, pretty standard. Mit auf der Brust, Smith 3 in Black Hang-Off. Das ist eine Produktion. Das ist erst für so einen Sampler-Hoodie, den ich hier habe. Der ist auch noch unbedruckt. Aber das wird kommen. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yes. Oh yes. Ich weiss, weiss ist ultra heikel. Aber es sieht einfach fucking sick aus. Vor allem so mit, wir haben es ja schon ein bisschen getestet mit weiß oder mit schwarz. Und also schwarz, das sieht, also weiß, weißer Hoodie mit schwarzer Schrift, das sieht einfach potent aus. Es sieht schon geil aus. Wir haben schon... zuerst noch die Überlegung gewesen, ja komm, machen wir den weißen Schriftzug drauf auf weiß. Weil ich finde eigentlich nur schwarz auf schwarz und so weiß auf weiß Sachen geil. Gerade mit dem farbigen Flämmli. Hat aber einfach zu wenig Kontrast. Also man sieht, wenn du genau anschaust, aber wenn du wirklich von weitem her wirst schauen, dann wirst du noch die Flamme sehen und die Schrift würde echt so ziemlich verschwinden. Exactly. Das ist der Case. Also wir haben einen den Spinner, der mit der Keychain zum Hoodie dazukommt. Als Winter Edition, limitiert 20 Stück, that's it. Mehr wird es nie geben, er muss nicht von dieser Version und nicht in weiß und nicht so, wie wir es jetzt machen. Dann gibt es zu jeder Bestellung einfach Keychain dazu, ohne den Spinner. Und was jetzt noch kommt, ist Knieschleifer mehr. Es kommen nämlich noch Race-Knieschleifer mit dem kleineren Klettpad. Wir haben diese Saison jetzt etwa ein halbes Jahr lang die ein bisschen getestet. Zumindest das Material, das Klettpad wird etwas kleiner, weil bei den Dainese-Kombis etc. sind einfach Klettpads kleiner und dass man etwas flexibler ist zum Platzieren. Es hat mehr wie genug gute Klett. Wird jetzt in der Höhe und in der Breite einfach 2 cm kleiner gestanzt. Dann gibt es eine Kunststoffversion mit Hang-Off-Flammen drin, für auf der Rennstrecke. Cheap as fuck. Also, das wird ein. Der wird dick reinhauen. Also, dort ist Black Week sicher interessant für das. Vorausgesetzt, Produkte kommen. Dort bin ich noch ein bisschen am struggeln. Dann wird es noch ein Holz, ein Race-Knieschleifer geben, eine Holzversion. Gleiches Klettpad, gleiche Größe, also auch ein bisschen kleiner wie die normalen. Einfach aufgrund von dem, dass man es besser kann placen in Holz. Kunststoff gibt es 5 Farben, Holz wird es 4 Farben geben. Farben tun jetzt noch nicht heisen. Also es gibt Pink, Türkis. Also es kommen 150 Knieschleifer neu dazu. Also 150 Stück, die ich einfach lagere, nicht 150 verschiedene Varianten. Sondern 150 Knieschleifer kommen jetzt. Die Hoodies kommen, Keychain, Dings, Spinner, dies, das, ab jenes, boom. Zap. Tutti quanti, alles an Black Friday. Auf jeden Fall fett zuschlagen, es hat so lange Zeit. Definitiv. Ich glaube wirklich, ja, wir haben halt so ein bisschen zeitplantechnisch so ein bisschen Problem. Es ist ein Teil schon geordnet worden vor mehr als 2,5 Monaten. In Auftrag gegeben. Wir haben auch dort noch ausprobiert, wir haben schon Anpassungen gegeben. Ich hoffe, es kommt genug gleich. Wäre geil, jetzt gerade pokommen drauf, dass wir 3 Tage vor Black Week, dass wir 3 bis 4 Tage vor das Material haben. Das heisst, es kann 3 bis 4 Tage Zeit, um den Content zu produzieren. Um das Ganze nachher erstens in den Shop hineinstellen und zweitens logisch wie es auf Social Media nach dem Action machen. Ja, das ist so der Plan. Wie der aufgeht, keine Ahnung. Nice. Ja. Dann, ey, merci Bro für deine Unterstützung. Gell? Also der Hoodie, kann man so sagen. Die Hoodie-Version, die Winter Edition und so, wäre nicht möglich gewesen ohne den Support von Aral. Wir haben mal so ein Joke-Video aufgenommen, schon einen Testcase und dann dort... Grüße gehen raus an ihn. Vielleicht blende ich dort irgendwie so ein Behindi-Ding sein vom letzten Video. der mit dem Shake noch. Ja, der Aaron ist in dem Sinne nicht im Hang-Off-Team dabei, er macht dann sein eigenes Ding. Aber gleich, ich meine, sein Support ist am Start. Ohne das hätte es nicht so funktioniert, ohne die Unterstützung von dir. Dass ich das noch gesagt habe. Wie gesagt, für die, die fragen, ja, sind wir jetzt zweite unterwegs und so, nein, sind wir nicht. Es ist respektive eigentlich nur der Tobi. Und ich bin da ein bisschen im Background. Ich ja, chille da rein, mache mein Ding. Unterstütze dort, wo ich ihn kann unterstützen. Sei es mentalisch, sei es freundschaftlich, sei es businessmäßig. Der Support ist immer oben. Ich gehe noch schnell auf das ein. Ich habe so ein FAQ gemacht auf Insta.
Und die erste Frage war, wie viele Leute das bei Hangoff dabei sind. Das sind... Also wie gross... Ice Coffee. Wie gross das Team von Hangoff ist. Und es haben 29 Leute gestimmt, dass ich allein bin. Mhm. Die 29 sind richtig. Dann haben... Für eine Teamgröße von 3 bis 5 Nasen haben 113 Leute gestimmt. Also 113 Leute sind der Meinung, dass ich 3 bis 5 Nasen habe. Oder wo hinter Hangoff sind. Hinter Hangoff Media und Hangoff Store. Ja. It's a me. It's only one person. Und es sind 22 Nasen dafür gestimmt, dass das Team grösser wie 5 Nasen ist. Also 5 bis 10 Nasen. Was, wie viel? 22? 22 Leute haben dafür gestimmt, dass wir 5 bis 10 Leute sind. Hinter Hangoff. Also die meisten meinen echt so... 3 bis 5. Aber eben, eigentlich es ist fast der kleinste Teil, der für Dings gestimmt hat. Sehr klein. Ja, also ich glaube, wie viele sind es? Die 29 für dich, also für eine Person. Ja. Das sind wahrscheinlich die, die so ein bisschen... So ein zum Hintern so die... Ja, oder die ein bisschen hinterher sehen oder so. Ich finde es schon schwierig. Darum finde ich das ein super geiles Format, um ein bisschen Insights und also, so zeigen. Du siehst gar nicht darauf, wer das abgestimmt hat? Ich sehe, wer das abgestimmt hat. Okay. Und ich sehe auch, dass Leute abgestimmt haben, die ich eigentlich relativ gut kenne und gleich falsch gestimmt haben. Gut, ich bin zum Beispiel auch nicht gesehen, ich habe irgendeinen Scheissdreck abgehört. Ja, ja. Das ich kenne die Antwort. Also. Ja. Dann ist die nächste Frage, wie viele Produkte ich an Lager habe. Wie viele Knieschleifer, sorry. Wie viele Knieschleifer. Nicht, wenn man Kleider dazu zählt, logisch sind es mehr. Erste Antwort war 40 bis 50, zweite 50 bis 100 und dritte 100 bis 200. Auch hier, das war 50-50. Also 50% von denen, die Leute abgestimmt haben, das sind 82 Nasen, 82 haben richtig gestimmt für 40 bis 50 Knieschleifer. Das war dann richtig, wo die Umfrage stattgefunden hat. Ist jetzt nicht mehr der Case. Es sind wieder mehr. Und es kommen da jetzt noch mehr dazu. Aber dort war gerade so ein Engpass gewesen. Viele Bestellungen Ende Saison. Eigentlich der letzte gute Monat. Letzter Monat war wirklich gut gewesen, auch wettertechnisch noch und so. Darum steht Lagerbestand. Knieschleifer war Katastrophe gewesen, 40 bis 50 Stück. Yes! Frage. Produktabholung ist die nächste Frage gewesen. Das ist noch witzig. Weil beides wie richtig ist. Es sind wie zwei Antworten, die richtig ist. Also einerseits ja, A, man kann Kleider, also die Bestellung abholen. B ist, man kann es nicht abholen. Und C ist auf Nachfrage. Mhm. Und es ist wie beides richtig, also dass man es kann abholen und auf Nachfrage. Weil ja, man kann es abholen, aber auf Nachfrage. Dementsprechend ist eigentlich beides richtig. Haben 120 Nasen in dem Fall, in dem Case richtig gestimmt. Es ist so, ich habe keine fixe Öffnungszeiten. Dadurch, dass ich Hangoff Media und Hangoff Store habe, kann ich keine fixe Öffnungszeiten machen. Darum ist das mit dem Abholen immer so eine Sache. Wenn aber vorgängig jemand fragt, was gerne würde abholen, kann man das machen. Ihr spart euch den Versand. Und man muss dann halt einfach schnell untereinander schauen, wenn das ich um bin und wenn das es holen kann. Es ist dann nicht einfach so jederzeit, dass ich reinsteppen kann und das Ganze mitnehmen, weil die Chance gross ist, dass ich dann nicht im Office bin. Ja, jetzt habe ich es Office genannt. Das ist eigentlich das HQ. Ja, ich sage meistens immer Studio, weil keine Ahnung. Ja, es hat sich integriert vom Alten, gell? Ja, ich weiss. Das aber wenn du halt HQ sagst, so, hey, was ist das? Habe ich auch schon angewandt, ja, ich weiß HQ. Was ist das? Ich so, ja, Headquarter, Hauptquartier. Okay. Ja, dann auch ganz geil die letzte Frage, wer das hinter Hangoff ist. Da habe ich dann in drei Namen angegeben. Einer ist der Otto Müller, einer ist der Uli Muli. Und er ist halt mein Name Tobias Grossmann. Und es sind tatsächlich 300 Leute auf Otto Müller abgestimmt. Nein. Weißt du wie? Alle falsch. Nein, es haben, sagen wir scheinbar 30 Leute haben falsch gestimmt. Das sind Leute, die Europa, also das sind vor allem Europäer, so außerhalb der Schweiz. Also viele Leute haben gemeint, du heisst wie Otto oder wie? Also sind 15 Leute für Otto Müller gestimmt. Das sind sowieso, ich weiß auch nicht, so ein spezieller Firmenname wie Otto Fischer, eine kleine Werbung. Bro, Otto. Gott. Ja, easy. Aber ja, falls das Otto Fischer schaut, wir brauchen noch einen schicken Supporter. Exactly. Ja, das ist soweit mal mit Updates. Also, ich glaube, eine Office-Tour können wir schon mal so machen, oder?
Ja, also das ist eigentlich alles, was drinnen ist. Mehr hat es nicht. Ja, weiß ich nicht. Es ist nur so, die Kamera steht gerade an der Wand eigentlich, also so 50 cm von der Wand weg. Und der Bereich da hinten. Es ist eigentlich mega eng. Also wenn der Otto Fischer zusagt, machen wir ein Video. Wie es aussieht da hinten nachher. Ah, safe. Tun wir noch markieren. Ja, wir tun es dann schon, weil es kommt noch so ein kleines Kochen rein. So ein Teekochen. Einfach also basic Ablage, nicht Kochi. Versuchen wir das nicht mal mit Kaffeemaschinen und so. Dann halt stromertechnisch muss noch etwas gehen. Otto Fischer. Genau. Otto Fischer. Und wieso eigentlich Otto Fischer, Bro? Bist du schon viel dort? Nein, aber ich weiss nur, ich habe ja eine Lehre aus Strummer gemacht. Ich habe Strummer geschafft. Wir sind wir beide. Dann gehen wir jetzt hocken. Nein, und also Otto Fischer habe ich nie gekannt, bis ich mal in Zürich gearbeitet habe. Und ich glaube, ich kenne mich da nicht gross aus, aber ich glaube, Otto Fischer ist gross in Zürich. Ich also, habe viel UF bestellt. Ach, das ist halt Rotenburg, hinten beim Eis. Nein, das ist nicht Otto Fischer. Nein, du wirst du nicht. Das war Winterhalter und jetzt heisst es Sonnepark. Oh. Also, ja. Okay. Der einzige Otto Fischer, den ich kannte, der war in Zürich. Zürich Altstädte. Ja, Winterhalter war noch, stimmt. Ja, du, it is what it is, hä? Also, ich würde sagen, gönnt euch einen Spinner. Ein fresher Winter Edition Hoodie. Ja, no. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.